Groove Connection.
move your body. Do 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 do
Oh, I'm glad you came. And I know when the feeling comes, your love is just the same. It works like a miracle and covers up the pain. It's taking me over. I know it's been a while, but I'm always glad you came. And I know when the feeling comes, your love is just the same. It works like a miracle and covers up the pain. It's taking me over.
in my life. Did my sacrifice. Trying to lay some things down. Things down, 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 things, things, down, 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 down. For y'all, 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 y'all. Stop,
numa dormente insônia, preparas a tua glória. Preparas a tua glória, glória.
dann herzlich willkommen, ihr da draußen. Heute mal ein Interview ganz zum Schluss. Ein besonderer Anlass, gib uns die Ehre. Ja, genau. Nein, es lag leider an winzigsten kleinen Verspätungen unsererseits. Und deswegen habt ihr heute das Vergnügen, uns ganz zum Schluss hier begrüßen zu dürfen. Ian, erstmal danke für dein Set. Wie geht's dir? Ja, sehr gut soweit, ja. Das ist schön, dass es dich nicht allzu gestresst hat. Nö, gar nicht, ne. Ja, das hat mir eigentlich auch ziemlich viel Spaß gemacht, weil ich viel Platten gespielt habe, die ich bis jetzt noch nicht gespielt habe. Und also neue Platten vor allem. Und das ist immer ganz cool, das mal anzutesten. Wir sind einer guten Anlage. Wir sind eine, das Dankeschön für das Lob, ja. Zum einen. Und wir sind also so eine kleine Probierplattform. Ja, mal. Natürlich. So zum, also Radio ist immer ganz cool dafür. Also es macht mir mehr Spaß. Mhm. Weil wenn du im Club bist, bist du eher so im Zugzwang, irgendwie die Nummern zu spielen, die immer laufen, gut laufen, ja, meinen Leuten. Ja. Und im Radio kannst du immer ein bisschen mehr hin und her so dazwischen gehen. Wobei das ja bei, ich sag mal, einfach der jüngeren Generation, die jetzt noch nicht so lange im Geschäft sind, eher andersrum ist. Die tun natürlich dann alles Hypige mit einpacken, wo sie genau wissen, das kommt gut an, um natürlich das dementsprechende. Ist aber immer so. Also bei Leuten, die jung und wie nennt man das, ehrgeizig sind, dass das dann so kommt und dass sie nur so Hits spielen und sowas irgendwie. Aber mit der Zeit, wenn man länger auflegt und so, wird man selbstbewusster seinem eigenen Geschmack gegenüber. Ja, und natürlich versucht man auch verschiedene Styles zu spielen und man hat dann irgendwie seinen eigenen Sound. Also du spielst verschiedene Richtungen, jetzt egal, ob du jetzt minimalere Sachen spielst oder Sachen mit Vocals drin, dass du dann im Endeffekt trotzdem deinen eigenen Sound hast. Also dass andere Leute, wenn die dein Set jetzt hören würden auf CD, dich immer noch erkennen, ja, können. Ja, erkennen würden, ja. Ja, einfach an den einzelnen Elementen, die, ja, man, genau, wie es halt zusammen funktioniert und, ja, so, Spannungskurve und so. Ja, ja, ich glaube, es ist einfach auch schon ein Punkt, der einfach ein ja, Meister, ich weiß nicht, ob das schon fast übertrieben ist, aber schon jemanden, der einfach... Ich sage halt einfach für mich, dass gute DJs, also ich kenne... War jetzt auch gerade wieder in Amerika auf Tour und habe mit Miguel Mix aufgelegt. Mhm. Und das ist für mich auch ein guter DJ, weil der seinen eigenen Sound hat, aber trotzdem so ganz durcheinander durch spielt. Und das ist für mich, wenn ich dann so dastehe und überlege, oh geil, das passt gut zusammen und ist richtig cool. Das ist für mich dann ein richtig guter DJ. Also ja. nicht auf Nummer sicher gehen immer. Ja, und mir hat mal jemand gesagt, also ein gutes Set ist wie eine schöne Geschichte. Und in dem Fall ist es dann halt eine sehr interessante Geschichte, ja, also ich die find, sehr überraschend ist. Ich finde, genau, also Geschichte in dem Zusammenhang, dass du halt die Spannungskurve aufbaust. Also ich spiele mal ganz gern zwischendurch mal, ziehe ich es halt voll runter, also was halt ganz wenige Leute machen würden. Also nicht runter von wegen jetzt schlechte Platten spielen, sondern, ja, eher so deeper, hm, und ziehe dann später wieder an, weil es halt mehr Spaß macht. Also, wie sieht es aus mit dem Punkt, in einem Club so an sich, wenn die Stimmung sehr gut ist, sollte man ja auch so, ich sag mal, Bargeer-Hits spielen, wo die Leute das Gefühl haben, jetzt ist genau der richtige Moment, um mir einen Drink zu holen. Na, es ist immer verschieden. Also es gibt Clubs, wo es halt durchgehend abgeht. Es gibt Clubs, wo mal Pausen zwischendurch sind und so. Also es kommt echt immer auf den Club drauf an. Also auch auf die Länder, wo ich gerade bin. Hm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo in Osteuropa bin, also in baltischen Staaten oder sowas, geht's durchgehend ab. Also gibt's gar keine Pause. Ja. Das sind die Leute froh, wenn sie überhaupt in die Theke kommen. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel, wie jetzt sechs Wochenende in Jesolo auflege, bei Venedig, das, ja, sind die Leute eher so Anzugträger und Champagnertrinker und, aha, sowas. Und dann ist es halt eher so, dass du ein bisschen mehr arbeiten musst so mit Leuten, dass die Leute rauskitzeln. Halt, ja, genau. Ja. Genau, du kommst darauf zu sprechen. Wie war es in der Vergangenheit? Du warst ja letztes Jahr das letzte Mal hier. Oh Gott, war das letzte Mal hier? Das war Dezember, glaub, oder, ja, November? November meine ich sogar. Ich war aber viel unterwegs. Also war eigentlich mehr weg, als dass ich hier war. Okay. Hast du uns wenigstens vermisst, Deutschland? Ja. Vergisst man das zwischendurch eigentlich? Also es kann schon vorkommen, wenn man jetzt in ein schönes Land ist wie Neuseeland zum Beispiel und seinen Freundeskreis. Was du ja schon sagtest. Ja, wenn man seinen Freundeskreis da hat und dann kommt man sich schon fast wie zu Hause vor. Mhm. Das ist echt schon so. Aber also es gibt auch Orte, wo ich dann so echt so nur auflegmäßig, jobmäßig, ja, und ein bisschen abhängen und so und dann hast du nach zwei Wochen auch keine Lust mehr. Mhm. Und wie sieht's aus in der nächsten Zeit? Wo treibst du dich rum? Viel unterwegs. Also ich. Was steht als nächstes an? Also ich bin jetzt am Freitag in St. Petersburg, was sehr lustig sein wird, weil, mhm, so die in Russland immer sehr, sehr verrückt ist. Mhm,
Und wie gesagt, Samstag in der Nähe von Venedig und so in nächste Zeit total überall. Also einfach auf deine Seite schauen? Genau, am besten ianpulli.com und da gehen eigentlich direkt die Tourdates auf. Das sieht man dann. Als allererste schon. Genau, gleich. Ja. Weil viele Leute gucken, wo ich wann die irgendwie auflege, weil also von meinem Freundeskreis oder Leute, die ich von Feiner kenne, auch. Die machen dann Urlaub in den Ländern, wo du gerade bist, nee, schon das fast. Nee, das passiert total oft, dass sie zufällig auch da sind. Und okay. Ja, und dann wird immer abgecheckt und angerufen und so. Okay. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Spaß für die nächste Zeit, bis du das nächste Mal wieder hier bist. Ja. Und danke nach für dem dieses Mal. Ja. Ja, genau, nach dem Sommer. Ja, vielleicht kriegen wir noch so einen ganz Spätsommer hin. Mal schauen. Mal gucken. Muss sich anstrengen. Wenn das die Alma hinkriegt, ja, je nachdem. Ja. Da schauen wir schon voll mal. Bis Ende September. Naja gut, aber der Herbst ist ja auch eine schöne Jahreszeit. Da kriegen wir auch wieder. Auch schön, ja. Ja, und da kriegen wir auch. Hast du im Oktober Geburtstag? Nee. Ja, okay. Weil ich hab und ich finde Oktober auch toll. Ja, Oktober ist super. Super. Ja, in diesem Sinne, dann freut euch jetzt schon mal auf den Oktober und natürlich den dazwischenliegenden Sommer umso mehr. Ich danke dem Phil Kinken für seine schöne Untermalung dieses Interviews. Und wie gesagt, bei dir bis zum nächsten Mal und euch da draußen jeden Tag Sonne im Herzen, dein Lächeln auf dem Gesicht. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.